Hallo Minecraft-Leute! Na? Es ist Zeit für eine neue Dorfvorstellung. Und wie ihr seht, ich bin auch wieder angekommen und ich bin mal wieder. Ich mache jetzt. Nein, ich wollte keinen Screenshot machen. Nein, ich wollte wieder keinen Screenshot. Das wollte ich machen. Na? Ah, das wollte ich machen. Wir sind 400 Meter ungefähr von zu Hause entfernt. Und ja, es wird schon wieder Nacht. Und wir sind im Dorf von Ramses, unserem Nachbarn. Und ich stehe auf seinem Kirchturm und hüpfe da jetzt mal runter. Flupp. Ihr seht, ich bin im Kreativmodus, sonst würde das nicht so funktionieren. Denn wir wollen uns sein Dorf anschauen. Damit ihr auch später, damit ihr auch später in den Abstimmungen schauen könnt, ja, was er so gebaut hat und dann vielleicht sogar für ihn stimmen könnt. Ich schaue jetzt gerade mal, da oben bin ich angekommen. Hopp. Hier geht's los, aber ich glaube, ich mache jetzt noch mal Slime Set Day. Wir wollen ja auch ein bisschen was von seinem Dorf sehen. So. Ich habe mich übrigens, das wird Voidy bestimmt sehr ärgern, aber ich habe mich hier schon mal dran vergriffen und habe da rechts mein Schild umbenannt. Aber naja, soll er sich freuen, dass ich das gemacht habe. So, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir wollen aber jetzt das Dorf sehen. Ich glaube, einen Namen hat er für das Dorf noch nicht. Jedenfalls habe ich vorne kein Schild gesehen. Hier ist schon mal die Kirche, da standen wir ja eben drauf. Wir gucken jetzt mal hier nach links. Da haben wir eingesperrte Dorfbewohner. Das bedeutet, das waren die, die bei ihm noch übrig waren. Und er konnte sie aufgrund von Ausleuchtungsproblemen hier noch nicht rauslassen. Also ihr wisst ja, die Dörfer, wenn die ungeschützt sind, dann gibt es einige Probleme mit Zombies, die diese Dörfer dann ausrotten. Was auch mit ein Grund dafür war, dass wir hier diesen Dorfcontest gemacht haben, damit ja, die Dorfbewohner etwas geschützter sind und wir fürs spätere Spiel immer genug Leute haben, mit denen wir handeln können. So, das war so eine kleine Wohnsiedlung, die er gemacht hat. Das wird hier sicherlich. Vielleicht erklärt er uns das in den Kommentaren nochmal. Was haben wir hier? Hier geht's runter. Gehen wir einfach mal runter. Ah, hier hat er eine eigene Höhle, in der er bauen kann. Das ist gut. Also ihr wisst, das ist jetzt alles noch nicht fertig, weil er jetzt leider sich nicht mehr in Minecraft einloggen konnte, weil er Computerprobleme hatte. Und er wäre sicherlich auch fertig geworden. Eine Gaststätte zum Rächen in Ramses. Kaffee vom Fass nur ein halbes Gold. Aha, hübsch hier. Irgendwie wissen die Leute allerdings keinen guten Kaffee zu schätzen, scheint es mir. Hier werde ich dann wohl öfter vorbeikommen. Was haben wir hier noch? Hier war die Kirche und hier hinten, denke ich, wären wahrscheinlich noch ein paar weitere Häuser dazugekommen. Hier hinten auch. Neben der Kirche haben wir auch noch einige Häuser sogar eingerichtet. Und da hinten haben wir auch ein paar Schafe. Die habe ich gerade eben schon gesehen. Hier wohnt sicherlich irgendjemand drin. Deswegen gehen wir ganz schnell wieder raus. Das hier sieht aus. Das könnte der Schmied sein. Ja, das ist der Schmied. Jedenfalls brennt hier irgendwas. Also halte ich das mal für den Schmied. Machen wir die Tür wieder zu. Und hier haben wir die Stadtmauer. Die zweiwändig ist. Interessant. Wo geht's denn hier weiter? Aha. Interessant, interessant. Das kann uns der Ramses bestimmt alles unter dem Video erklären. Ich zeige das ja jetzt erstmal hier nur. Hier ist eine sehr einsame Kuh. Hallo, einsame Kuh. Und hier mäht doch irgendwo was. Ah, hier unten. Hat er scheinbar Schaf und einen Creeper gefangen.
Hallo. Ein Creeper mit einem Schaffetisch. Gehen wir nicht näher drauf ein. Hier sind auch noch ein paar Häuser schön eingerichtet. Und hier waren wir, glaube ich, schon. Schauen wir mal hier noch. Was haben wir denn hier Schönes? Sieht ein bisschen aus wie ein Gehege. Was da wohl reinkommen sollte? Wie wir hier um seine Häuser schleichen. Da oben war der Bahnhof. Ich fliege noch mal kurz, um noch mal zu schauen, ob wir alles gesehen haben. Hier war also noch so ein kleines Wohngebiet. Das Haus da oben gucken wir uns jetzt gleich auch noch mal an. Hier ist eine Lücke. Und da hinten ist ja auch schon unser Haus. Hier waren wir auch. Gucken wir uns noch mal seine tollen bunten Schafe an. Da hat er ja wirklich seiner Farbenfreude Ausdruck geschenkt. So, einmal noch in die Kirche. Hallo Kirche. Ja, von hier lässt es sich doch ganz gut predigen, glaube ich. Behaupte ich. Du auch? So. Und wir wollten jetzt nochmal in das große Haus auf der Ecke gehen. Ob das wohl sein Wohnhaus ist? Könnte ich mir so vorstellen. So, wir kennen Ramses ja sehr bescheiden und überhaupt nicht größenwahnsinnig, was sowas angeht. Hier ist schon mal ein großes Bett. Und hier oben wird es wahrscheinlich eine sehr geniale Aussicht geben. Ja, da kann man über das ganze Dorf schauen. Und hier über das freie Land, was noch so zur Verfügung steht. Da hinten geht, wenn man das so sieht, geht die Bahnstrecke weiter. Ja, doch, doch. Dafür, dass er so wenig Zeit hatte, finde ich, hat er dem Dorf auf jeden Fall schon mal Charme gegeben. Und mit ein bisschen mehr Zeit und Möglichkeit kann ich mir vorstellen, dass das hier ganz gut wachsen wird. Hoffen wir mal, dass Ramses bald wieder an seinen Computer kann. Für den Dorfwettbewerb wird es dann zwar leider nicht mehr zählen, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er das weitermachen würde. Ich denke, es sieht bei euch genauso aus, dass ihr euch darüber freuen würdet. Weil dann könnten wir nämlich in unseren zukünftigen Let's Plays den Ramses auch öfter mal besuchen kommen und ihm mal auf die Nerven gehen. Das kann ich ja mit meinen. Huch! Das kann ich ja mit meinen Minecraft-Nachbarn besonders gut, ihnen auf die Nerven gehen. Ja, das war das Dorf von Ramses. Klein, aber oho. Ich freue mich drauf, wenn er das hier weitermacht. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt gemeinsam wieder zu mir, zu uns, nach Hause. Denn da wollen wir ja in Zukunft noch ein paar Folgen aufnehmen. Und irgendwann muss ich auch mal hier mir was mit diesen Schafen überlegen. Die habe nämlich ich übrigens damals mal gefangen und die Kühe. So, aber jetzt nach Hause. Wir könnten jetzt auch mit der Bahn fahren. Das wird Voidy jetzt wahrscheinlich ärgern, dass ich fliege. Aber ich habe ihm ja versprochen, dass es irgendwann mal eine Folge gibt, wo ich nur die Dorfbahn zeige und zeige, was er Schönes auf die Beine gestellt hat. Aber das mache ich jetzt nicht diese Folge. Ups, und da wären wir schon wieder zu Hause. Und damit endet die Vorstellungsrunde für Ramses sein Dorf, das sich dort hinten befindet. Und in der nächsten Aufnahme werden wir hier ein bisschen weiter rumspielen. Also bleibt dran und bis demnächst. Tschüssi!